Freunde, so eine schöne, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich sehe noch ein bisschen fertig aus. Ich bin schon den ganzen Tag on Tour, habe heute Morgen natürlich verpennt, so wie das immer ist, wenn man den ganzen Tag vollgepackt hat. Und war jetzt gerade im Nagelstudio. Also die Nägel sind schon schick für die Venus. Ich sag so, ich bin echt nervös. Aber nichtsdestotrotz, ich muss jetzt in ein Elektrofachgeschäft. Ich darf den Namen nicht nennen, sonst ist es ja wieder Werbung. Und ihr gönnt euch jetzt erstmal das Intro und dann sehen wir uns gleich wieder. Natürlich habe ich nicht das bekommen, was ich gebraucht habe. Und das ist das ziemlich kacke. ja, versucht dann immer irgendwie noch im Einzelhandel irgendwas zu kaufen, aber schlussendlich findet man die Sachen dann immer leider doch nur noch online. Und das ist jetzt halt echt kacke, weil morgen früh fahren wir nach Berlin und jetzt fehlt uns ein Adapter für die Anlage. Naja, ist ja nicht so, als wäre schon die letzten Wochen genügend schief gelaufen. Schauen wir jetzt einfach mal. Ja, ich gehe jetzt noch schnell einkaufen, denn heute Abend machen wir quasi DVD-Bastelparty. Denn heute kamen die DVDs an, die extra für die Messe gemacht wurden. Die Cover habe ich schon seit, ich weiß nicht, 2 Wochen oder so. Ja, und die DVDs waren jetzt über eine Woche mit der Post unterwegs und ich habe schon ein bisschen Blutdruck bekommen, weil sie immer noch nicht da waren. Und jetzt müssen die natürlich zusammengebaut werden. Das heißt, CD in das Plastikcover, dann kommt da rein ja noch das Einlegecover und ja. Das machen wir heute Abend mit, ich weiß nicht, 250 DVDs oder so. So, und jetzt gehe ich erstmal was zu essen holen für die Helfer. Und dann fahre ich nach Hause. Schauen wir mal, ob alles angekommen ist bis jetzt. Und dann heißt es alles zusammenpacken. Und dann geht es ans Kofferpacken. Ach ja, ich bin zu Hause. Ich war jetzt einkaufen, habe jetzt noch schnell Nudelsalat gemacht. Weil, wie gesagt, kommen ja Besuch später. Ich habe absolut noch nichts gepackt. Ja, schon sau spät. Was suchst du denn da? Toni. Irgendwas erschnuffelt sie gerade. Ja, jetzt dachte ich mir, ich gönne mir jetzt erstmal einen Kaffee und atme kurz durch, bevor ich dann jetzt gleich ans Packen gehe. Ich sag's euch, bei uns zu Hause sieht es aus momentan. Ich komme mir vor wie in einem Warenlager, denn ja, wir waren zwar schon öfters auf der Venus und klar, Merch und so haben wir immer da, aber es sind ja ganz andere Dimensionen und dann mit dem eigenen Stand ist es ja halt definitiv noch viel mehr als nur ein bisschen Merch. Und ja, ich sag's euch, hier sieht's aus. Ich bin froh, dass das Ganze rum ist, wenn mein Haus wenigstens halbwegs wieder normal aussieht. Aber ja, ich freue mich, ich bin nervös. Ich trinke jetzt erstmal meinen Kaffee, während mein Hund da irgendwas sucht. Irgendwas hat hier wohl heute Nacht oder ist hier gerade unterwegs. Naja. So, es ist 21:45 Uhr. Wir packen jetzt das Auto. Und wir haben uns extra einen Bus ausgeliehen bei Freunden. Und könnt ihr das sehen? Ich könnte halt weinen. Sie haben einfach das ganze Auto beklebt. Wie süß kann man denn bitte sein? Und pass auf, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, es ist schon so voll und die ganzen Koffer fehlen noch. Wunderbar, guten Morgen. Es geht los. Es ist 21:45 Uhr. Und wir gehen jetzt den Bus abholen. Der hat nämlich heute Nacht nicht bei uns gestanden. Und ja, ich werde schon erwartet. Ich bin schon wieder zu spät. Ich bin so aufgeregt. Wir haben gerade das Auto getauscht. Das Ding ist vollgepackt bis unter das Dach. Und jetzt geht's nach Berlin. Das ist irgendwie total so noch so unwirklich. Denn vor ein paar Monaten dachte ich so, ja, ne, kannst ja noch ein bisschen, hast ja noch Zeit für Planung und Kalenderplanung und so weiter und so fort. Und jetzt fahren wir einfach los. Wir haben so lange gewartet, weil ja letztes Jahr auch abgesagt wurde und ach ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, wir kommen gut durch. Es ist sau viel Verkehr gemeldet und sau viel Stau unterwegs schon gemeldet, aber toi 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 noch nicht auf unserer Strecke. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass es so bleibt. Also, let's go. Ab in den Fort.
ewig kein Ford mehr gefahren. Mein allererstes Auto war übrigens ein Ford. Ich habe ihn geliebt, mein Ford Fiesta. Der hat mich überall hin begleitet. Der hatte so unglaublich viele Kilometer. Ja, und seitdem fahre ich Mercedes. Ne? Jetzt fahren wir wieder fort. Mit Ford nach Berlin. Auf geht's. Ein kurzes Päuschen. Zwei, drei mussten natürlich auch sein. Wir machen gerade Pause, beziehungsweise mussten wir mal ein bisschen nachtanken. Wir haben ein bisschen im Stau gestanden und so. Und ja, bevor wir dann zu knapp in Berlin ankommen, haben wir jetzt noch ein bisschen nachgetankt. Ach ja, es sind noch so um die 200 Kilometer. Wie sieht's aus, als würden wir umziehen, ey. Übel. Ja, wir sind jetzt noch so 200 Kilometer und dann sind wir in Berlin. Die Zeit ging ja zwischenzeitlich mal nochmal hoch auf knapp 3 Stunden. Jetzt sind wir wieder Gott sei Dank bei 2. Daumen drücken, dass wir gut, weiterhin gut durchkommen. Nicht wahr? Und dass der Regen nicht mehr so stark wird wie eben. Das war nämlich echt nicht so prickelnd zu fahren. Naja, mein Fahrer kommt wieder. Kuckuck! Hallo! Grüß Gott! Ja, ich sehe aus wie Bums alle. Ach ja, wir sind jetzt tatsächlich 8 Stunden gefahren, knapp. Aber wir sind angekommen. Jetzt haben wir eingecheckt in unser Hotel. Wir haben uns extra ein großes Zimmer genommen, weil wir jetzt eine Woche hier sind. Und mit dem ganzen Merch und alles drum dran und mit Balkon. Und ja, irgendwie haben wir weder Balkon noch ein großes Zimmer. Jetzt schauen wir mal, ob wir da irgendwie noch was gemacht bekommen, weil bezahlt ist was anderes. Da könnte ja mal was glatt gehen, nicht wahr? Naja, und dann werden wir jetzt mal heute Abend schauen. Ich weiß nicht, ob wir noch groß was machen, außer was essen und dann vielleicht noch ein bisschen Fernsehen schauen heute Abend, weil es ist ja DFB-Pokal heute. Zweite Runde. Und ja, vielleicht schauen wir das einfach. Essen was Gutes. Vielleicht lassen wir uns auch was hierher liefern. Mal gucken. Und dann geht es morgen früh, ganz früh, schon zur Messe. Denn morgen wird unser Messestand angeliefert. Das heißt, morgen früh wird aufgebaut. Und ja, dann sehen wir, ob wir alles haben, was wir morgen noch schnell in Windeseile irgendwie besorgen müssen. Und ja, ich bin echt gespannt. Oh, ich denke, die ganze Zeit, irgendwas haben wir vergessen. Irgendwas haben wir vergessen. Aber so ist das ja immer. Ich hoffe einfach, dass es nichts Schlimmes ist, was wir vergessen haben oder nichts Wichtiges. Die Kalender sind mit, die Autogrammkarten sind mit, die DVDs sind mit, die USB-Sticks sind mit. Ja, den Rest schauen wir einfach. Was nicht passt, wird passend gemacht, nicht wahr? So, ich mal schauen. Vielleicht zeige ich euch noch, was wir essen heute. Vielleicht sehen wir uns aber auch einfach morgen früh. Einen wundervollen guten Morgen. Es ist Mittwoch und ich kann es nicht fassen. Wir sind da. Nach so langem Warten und so langem Planen und alles Mögliche sind wir endlich da. Das ist noch so surreal, ich sag's euch. Ah ja, wir gehen jetzt mal rein, gucken wir mal, ob wir irgendwo näher parken können, damit wir unser Auto ausladen können. Und da fangen wir an, den Stand aufzubauen, denn unser LKW kommt auch gleich an. Los geht's! So, wir waren gerade im Büro. Wir haben unsere ganzen Ausweise. Die sind nicht alle für uns, aber also für unseren Stand auf jeden Fall sind sie alle. Und also ihr könnt, ihr seht, es ist ein bisschen actionlos, die Tage. Ja, die Mädels sind auch schon, es ging eben schon um Schnaps zum Frühstück. Ich glaube, sie sind auch froh, wenn es losgeht und die ganze Vorbereitung so endlich abgeschlossen ist und das Ganze gut über die Bühne geht. Ja, wir parken jetzt einmal um, damit wir ausladen können, weil sonst wäre es ein bisschen weit, das alles zu schleppen. Und dann geht's los.
10 Stunden am Strand aufbauen. Ich kann euch zeigen. Moment. Da ist er. So, jetzt geht noch Fotos machen. Ja. Herrlich. Ich zeig's euch. Naja, da findet ihr uns auf jeden Fall morgen. Morgen. Es ist der erste Tag der Venus. Wir haben gestern, ich weiß gar nicht mehr, 10,5 oder 11 Stunden insgesamt aufgebaut. Wir waren so bums alle und sind auch gestern Abend dann nicht mehr zur Party, auf die wir eingeladen waren, gestern Abend schon. Und ja, es ist jetzt 6:45. Ich sehe das Licht Gott sei Dank noch ein bisschen aus, damit ihr nicht so erschreckt. Ja, meine Puderfee kommt jetzt. Die ist wahrscheinlich schon wieder so gut gelaunt. Ich habe heute Nacht fast nicht geschlafen. Ich war um 2:30 wieder wach und bin dann um 5 wieder eingepennt. Und um 6:30 hat der Wecker geklingelt jetzt. Und jo, schauen wir, wie wir den Tag überstehen. Ich bin gespannt. Ich muss mich jetzt entscheiden, welches meiner 4 Outfits ich heute anziehe. Und Lisa pudert mich jetzt und versucht mich irgendwie wieder ein bisschen hübsch zu machen. Und dann geht's los. Heute Abend ist der große Galaabend. Heute Abend werden die Venus Awards verliehen. Ich bin ja dieses Jahr nominiert. Für die beste Darstellerin Europa, was irgendwie total surreal ist, das so zu hören, und aber mich total stolz macht. Und ja, das heißt also jetzt einmal pudern, dann geht's zur Messe, dann müssen wir den ganzen Merch noch aufbauen. Dann gibt's die große Eröffnungszeremonie und danach geht's los. Dann ist Messe bis heute Abend, von da aus gehe ich dann direkt wieder zum Hotel. Dann macht Lisa mich frisch. Dann schmeiße ich mich in mein Kleid und dann geht es direkt ab zur Gala. Also ein vollgepackter Tag. Morgen früh um 7 Uhr ist sie dann wieder hier. Let's go. Ich bin echt gespannt. Ich kann nicht sagen, es ist definitiv meiner Meinung nach wieder viel mehr aufgefahren als beim letzten Mal. Also ich finde, es sind viel mehr Aussteller da. Ich habe die anderen Hallen nicht alle gesehen jetzt und teilweise auch. Ne? Aber so von der Größe her, vom Gefühl her, würde ich sagen, es ist mehr da, aber ja, warten wir mal, wie es wird. So, die Lisa hat einen Wunder vollbracht. Ganz manierlich sehe ich aus, würde ich sagen. Wir sind jetzt schon auf der Messe und dauert noch ungefähr eine Stunde, bis Eröffnung ist. Was denn? Achso, ich dachte, ich hätte dir den Kaffee geklaut. Ich habe gerade einen Kaffee bekommen. Ich bin ganz glücklich. Hm. Mal, wenn du da hingehst zu dem netten jungen Mann, der gibt dir bestimmt auch einen Kaffee. Ja, und genau, wir haben jetzt hier schon mal verteilt. Es steht noch ein bisschen Merch rum. Wir warten auf den Schlüssel für unsere Kabine. Der ist nämlich noch nicht da. Und dann können wir den Rest verstauen. Und fertig. Dann geht's los. Ich bin total aufgeregt. Und umziehen muss ich mich auch noch. Also, wie gesagt, die Hälfte habe ich schon drunter. Der darf ich aber, glaube ich, auch nicht zeigen, obwohl ich ziehe gleich noch einen Rock an. Also, ich bin angezogen heute. Was will man mehr denn?